Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt heute mal ein anderes Video. Ihr seht schon hier, nur, wie ihr im Titel schon gelesen habt, Diamond Painting. Das mache ich ab seit gestern. Ich habe zwei Bilder. Das eine, da habe ich schon eine Farbe fertig und mache jetzt die zweite. Und das hier ist das Bild. Und zwar sind das zwei Araber. Und da ist der Rand nicht, also der Rand ist schon bedruckt, genauso wie hier die Augen. Und ich mache gerade hier das. Ich habe schon B, also die Nummer 10 fertig. Die. Wartet, ich nehme mal kurz die Schere. Ich habe die B fertig und mache gerade A. Ich arbeite mich hoch sozusagen. Und ich habe halt von A nur das hier gemacht, weil ich habe das gerade erst angefangen. Und ja, also wie gesagt, ich habe das Araberbild. Hier sind übrigens die Steine drin. Und im Set war enthalten einmal dieses Plastikding voller Steinchen. Die Nummer 9 und die Nummer 10 sind nicht mal da drin. Hier sind noch die restlichen Steine von Nummer 10. Also sind eigentlich voll viele übrig geblieben. Und hier sind die von Nummer 9. Also sind schon mehr. Ja, ich habe runde Steine. Eigentlich wollte ich eckige Steine, aber meine Mutter hat runde bestellt, aber egal. Dann ist hier das Wachsplättchen. Und das ist super gut. Egal. Weil ich musste bisher nur... Wartet. Ich musste bisher nur hier das zweimal rausnehmen. Und dann hat es bisher schon gereicht. Also das war nur zweimal Wachs. Und hier ist halt die ganze Nummer 10. Die hat 2 Tage gedauert. Also gestern Abend habe ich angefangen mit Diamond Painting. Und heute Morgen bin ich mit Nummer 10 fertig geworden. Da war noch, dieser Stift, den enthalten. Das ist der normale Diamond Painting Stift in Pink. Wo hier gerade Wachs drin ist. Egal, ihr wisst ja, glaube ich, wenn ich, ist ja auch nicht so schlimm. Dann war das Schiffchen dabei. Das hat hier so Röhren, weil dann kann man so machen. Und dann sind die Steine halb so und dann kann man sie halb. So, dann macht man halt die Folie hoch. Da habe ich mir so einen Einschnitt gemacht, dass ich jetzt nicht die ganze Folie abnehme. Hier ist A. Und dann sucht man halt bei der Legende die Nummer. Dann nimmt man sich den Stift mit Wachs. Macht einmal das Schiffchen so und dann kann man halt das so aufnehmen und dann nimmt man sich den da drauf und dann geht man halt zu der Nummer bzw. Buchstabe und macht das halt so die ganze Zeit und das nennt sich Painten, ja, so. Und dann nimmt man sich wieder ein und dann macht man den wieder da drauf, ja. Und die Folie sollte man auch immer wieder runter machen, weil sonst kommt hier Staub und Dreck hin und dann klebt die Matte nicht mehr. Also, die klebt halt. Und ich erkläre euch jetzt mal die Begriffe von denen. Und zwar ist das Bild, also wo das Bild drauf ist, das nennt sich Matte. Die kleinen hier, das nennt sich Steinchen. Oder Diamanten, weil es heißt ja auch Diamond Painting. Das grüne hier nennt sich Schiffchen. Das pinke hier, das nennt sich einfach Stift. Glaube ich. Weiß ich jetzt nicht, aber eigentlich ist es ja der Stift. Und deshalb das Wachs. Und ja. Ich weiß das alles von Teenie Schnickschnack. Ja. Und ich habe halt mir so ein Ding gemacht. Das ist einfach Stoff mit. Zusammengeklebt, also mit diesem Tesafilm überklebt und dann kann man das halt.
so auf den Stift tun, weil sonst, wenn man das so oft macht, dann tut es hier halt auch voll weh. Und deswegen habe ich das einfach gemacht. Das ist übrigens Jersey-Stoff, also ja. Und ich habe noch ein zweites Bild. Und zwar ist da halb der Stift dabei gewesen. Das Wachsplättchen, das sieht klein aus, aber es reicht fürs Bild. Und das Schiffchen ist halb dabei. Dann sind hier die Steinchen. Ich finde dieses Rot voll schön. Dann liegt hier noch was zum Glätten. Und zwar habe ich jetzt ein für mich krasses Bild, für Teenie Schnickschnack ein Baby-leichtes Bild. Ja, das ist halt voll bedruckt. Ja, das ist ein Fuchs, ein Araber, wie man hier auch sieht. Hier ist halt die Legende. Ja, und ich finde es voll schön. Sieht aus wie ein Pferd von unserem Reitstall. Und die Matte ist halt hart. Ja. Und, ja. Was soll ich noch sagen? Ich habe das jetzt einfach mal zum Ausprobieren. Also ich wollte mal Diamond Painting ausprobieren und bisher macht es mir voll viel Spaß, aber ich habe auch momentan sehr viel Zeit und frage mich, das ist mein Hund, weil er bellt. Weil es liegt auch voll hoch neben. Und ja, ach Maxi, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und ich habe jetzt auch die Zeit, obwohl Schule ist. Ich muss heute nur noch ein Deutsch-Diktat schreiben. Und dann bin ich fertig mit Schule und es ist Donnerstag. Ja. Und ja, wird eigentlich fast immer ein Update noch zum Diamond Painting kommen. Und das Video müsst ihr euch nicht angucken. Und zum Beispiel, wenn das am Ende kommt, müsst ihr es ja euch auch nicht angucken. Ihr könnt es ja überspringen. Oder es kommt halt am Anfang. Ja. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich glaube, ich stelle euch jetzt mal in mein Stativ, weil ich habe noch keins. Also ich nehme so eine Schleichbox. Und dann paint ich mal ein bisschen. Fragt nicht, wieso das Painten heißt. Ich weiß selbst nicht, aber es heißt so. Mein Schreibtisch ist nicht aufgeräumt, aber egal. Und dann stelle ich euch mal ins Stativ. So, ich habe euch jetzt ein Stativ gestellt. Was heißt Stativ? Ich painte hier jetzt, also an dieser Fläche. Und dann klappt jetzt mal die Foto. Und sorry, wenn es jetzt so knistert, so wie. Das ist aber wegen der Folie. Yeah. Hier ist Dreck drauf. Und das meinte ich halt wegen dem Dreck. Ja, Folie hoch. Also, nachdem ihr es gemacht habt, also ich habe hier auch so zusammengeschnitten, weil hier ist jetzt noch Folie drauf, weil sonst müsste ich, wenn ich hier oben am Kopf arbeite, dann müsste ich die ganze Folie von hier abnehmen oder von oben. Dann wäre hier alles frei und dann könnte da direkt drauf kommen. Ja, falls ihr das so seht, das ist die Box von Schleich. Und ja. So. So, ich hoffe, ihr seht gut. Und deswegen habe ich halt so Einschnitte gemacht. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll, aber ich glaube, ja, das müsst ihr ja nicht angucken, das Painten, weil ich erzähle hier eh nur Müll, weil ich nicht weiß, was ich erzählen soll. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch wegen Homeschooling auch noch mehr Zeit fürs Diamond Painting. Aber, ja, ich mache es jetzt momentan jeden Tag, aber ich mache es auch erst seit gestern, also ja. Und, ja, was soll ich noch sagen? Die Bilder sind beide von Amazon, also könnt ihr euch nachbestellen. Und müsst einfach nur Diamond Painting Pferd eingeben, glaube ich, hat das meine Mutter gemacht. Und bei dem Fuchsbild sind es halt auch runde Steine. Ich wollte eigentlich eckiger, wie gesagt, aber ist ja nicht so schlimm. Wenn ich die zwei Bilder fertig habe, was glaube ich sehr lang dauert, weil ich brauche für das jetzt schon 2 Tage. Aber ich habe eine Farbe fertig, eigentlich ist es voll gut. Werde ich fragen, ob ich noch mal eins bekomme.
wenn ich dann noch Lust und Zeit habe. Ja. Es ist gerade auch wie so ein, nicht Q&A, aber wie so ein Talk-Video, also wie so ein Laber-Video, wie Nalita es nennt. Nalita Talk, glaube ich. Oder Nali Talk. Es kommt auch bald ein Star-Stable-Video, wie ich mein Goldland-Pony kaufe. Aber mein Papa kommt erst heute Abend und dann werden wir morgen das Videoprogramm ausprobieren und dann, ja, muss ich das noch schneiden. Deswegen könnte es sein, dass es erst Sonntag hochkommt. Samstag, nicht Sonntag. Samstag habe ich auch keine Zeit für Videos, weil dann mein Vater Geburtstag hat. Aber ja. Ich sage jetzt nicht das Alter. Und ja, ich habe halt dann Samstag keine Zeit. Freitag nehme ich dann vielleicht, also wahrscheinlich nochmal ein Video auf. Ja, und dann weiß ich nicht, was ich noch machen soll. Sonntag werde ich wahrscheinlich mit dem Kumpel aus dem Dorf spielen oder heute noch. Ich rufe ihn heute mal an, ob er heute Zeit hat. Heute ist Donnerstag. Ja, heute ist Donnerstag. Meine Oma und mein Opa sind gerade da. Aber es ist nicht. Scheiße. Mir sind gerade alle die Steinchen in mein Schiffchen und mir hier auf den Boden gefallen. Ich sammle die kurz auf und dann sehen wir uns wieder. Oh mein Gott, ich habe die ganze Zeit einen Cut. Oh mein Gott, bin ich dumm. Ich habe die ganze Zeit erzählt und erzählt, aber egal. Wir sehen uns gleich wieder. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo. Da würde mich sehr freuen. Müsst ihr aber nicht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und tschüss, bis zum nächsten Video.